Der tinnitische Adel kämpft noch immer darum, die Länder am Nil unter einem Herrscher zu vereinen. Man hegt die Hoffnung, dass sie ihn bei diesem Bestreben unterstützen werden und sich darum bemühen, bei Pervadiut im feuchten Deltagebiet Unterägyptens ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen, wodurch der Einfluss des Adels entlang des gesamten Heiligenflusses gestärkt wird. Um mehr als nur ein kleines Dorf zu ernähren, müssen sie lernen, wie man Landwirtschaft betreibt. Ägyptische Bauern haben begonnen, den fruchtbaren Schlamm, der jedes Jahr nach der Überschwemmung des Nils zurückbleibt, zum Anbau von Pflanzen zu nutzen. Doch zahlreich sind auch die Gefahren, die am Nil lauern. An seinem Ufer und im Wasser wimmelt es von todbringenden Krokodilen, von Nilpferden und von Stechmücken, die Malaria übertragen. Ja, und somit herzlich willkommen zu Let's Play Pharao. Wir sind bereits in der dritten Mission, und zwar in Pervadiut im feuchten Delta-Gebiet. That's what she said. Unterägyptens, und genau, wir müssen da fruchtbaren Schlamm nutzen und Überschwemmung, genau. Und Bevölkerung, Ziel ist 600, 10 bescheidene Häuser, also ganz bescheidene Zielsetzungen diesmal, und ein Silo bauen und mit Feigen füllen, okay. Und wir spielen einfach erneut, obwohl ich werde hier mal, ups, die Geschwindigkeit reduzieren, so, und jetzt spielen wir erneut, spielen. Landwirtschaft entlang des Nils. Sie müssen die Farmen direkt im Überschwemmungsland bauen, um von dessen Fruchtbarkeit profitieren zu können. Also dessen, das bezieht sich auf den Nil. Nein, dessen, des Überschwemmungslandes, von dessen Fruchtbarkeit zu profitieren, genau. Anders als die meisten Gewerbestätten müssen die Farmen im Überschwemmungsgebiet keinen direkten Zugang für Arbeitskräfte haben. Ihre Felder benötigen aber trotzdem ständige Betreuung durch Bauern, die aus Arbeiterlagern kommen. Bauen Sie die Arbeiterlager relativ nah an den landwirtschaftlichen Anwesen im Überschwemmungsgebiet, damit die Bauern nicht zu weit laufen müssen, um sie zu erreichen. Jedes Jahr tritt der Nil über die Ufer und reichert die verbrauchte Erde wieder mit seinem fruchtbaren Schlamm an. Die Bauern bringen die jährliche Ernte kurz vor der Überschwemmung ein und liefern sie in ihren Silos ab. Da es nur eine Ernte im Jahr gibt, sollten sie dafür sorgen, dass ihre Stadt genügend Silos hat, um ausreichend Nahrung für die wachsende Bevölkerung einzulagern. Genau, aha. Ja, hier sind die Häuser, ja, genau. Und Arbeiterlager, ja, und die Felder. Alles klar, okay. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir gleich nochmal. Tinis, so. Genau, und ich werde jetzt Geschwindigkeit, genau, werde jetzt mal wieder bauen. Und zwar, wie war das schon wieder? 17 plus 8, genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 plus 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh shit, jetzt habe ich Käse gemacht. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Und hier kommt der Dings hin. So, jetzt stimmt's. Und hier haben wir auch wieder 1, 2, 3, 4. Irgendwann habe ich es dann kapiert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, nein, mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, stimmt. 1, 2, 3, 4. So. Ah, 1, 2, 3, 4. So, können wir jetzt mittlerweile schon Straßenspänen bauen? Nein, können wir immer noch nicht. Egal, dann bauen wir jetzt mal die ganzen Zonen wieder. Also, zuallererst mal wieder die Zisterne. Hier eine Bühne. Hier eine Bühne. Ah nein, stopp, stopp, stopp. Ach, Kacke. Brauchen wir genau den Basar. Ah, ich habe das Ding am falschen Ort gebaut, scheiße. Nicht bitte nicht wieder abstürzen. So. Ist wieder fast abgestürzt. Also jetzt haben wir hier 3. Hä? Hier. Und noch die Zisterne. Genau, dann natürlich Tempel. Und mit den Tempeln warte ich jetzt noch ein bisschen, sonst zuerst mal Leute kommen. Feuerwache. Dann haben wir zuerst mal Polizeiposten hier. Feuerwache hier. Und hier auch. Feuerwache und Architektenbüro. Der Dorfpalast kommt später. Silo Bazar haben wir. Tempel, Festplatz machen wir auch noch. Bühne haben wir schon, die Schule. Okay, ich glaube, das sollte mal fürs Erste reichen. Thank you.
So, und jetzt bauen wir mal niedrigere Löhne, behindern Einwanderung. Löhne, Steuersatz. Okay, ich schaue jetzt mal, ob ich da mal mittlerweile mal was auswählen kann. Also Arbeitskraft geht nicht, Militär geht nicht, Politik geht nicht, Wertungen geht nicht, Handel. Entschuldigung, ich muss da vielleicht auch dazu sagen, wir befinden uns immer noch im Tutorial. Quasi. Irgendwas habe ich noch vergessen. Gebäude für Lagerung, Silo. Ah ja, Jongleurschulen brauchen wir natürlich noch. Osiris. Ja, wir machen wieder mal, wir leben wieder mal auf Pomp. Genau, jetzt müssen wir den Arbeiterlager, okay. So. Und speichern. Pervadiode 2. Oh, und shit. Wir brauchen natürlich auch noch Silos. Genau. Ihre Stadt leidet an gesundheitlichen Problemen, wie dies bei einer steigenden Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Malaria und andere Krankheiten sind die häufigsten gesundheitlichen Probleme, mit denen sich Ihr Volk herumplagen muss. Ist die Gesundheitsversorgung jedoch besonders unzulänglich, kann es zu größeren Epidemien kommen.
kommen in einem Haus Malaria oder andere Krankheiten vor, sterben sämtliche Bewohner und das Haus ist für eine bestimmte Zeit lang nicht bewohnbar. Malaria kommt am häufigsten in der Nähe von Wasser und Morast vor. Die Spezialkarte Risiken Malaria zeigt an, in welchen Häusern die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Krankheit am höchsten ist. Zugang zum sauberen Wasser aus einer Zisterne und Insektenschutzmittel aus der örtlichen Apotheke verringern das Malaria-Risiko für jeden Haushalt sehr deutlich. Wie die meisten Gebäude muss auch die Apotheke Zugang zu Straßen, zu Arbeitskräften haben. Krankheiten. Ärzte können helfen, das Erkrankungsrisiko zu verringern, indem sie die Häuser in ihrem Einzugsgebiet mit Medizin versorgen. Eine regelmäßige Versorgung mit Nahrungsmitteln ist ebenfalls von großer Bedeutung, um Krankheiten zu verhindern. Die Spezialkarte Risiken Krankheit zeigt an, in welchen Häusern die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Krankheiten am höchsten ist. Genau, hier ein kleine Anekdote. Ah, hier. Malaria wird von der Stechmücke Anopheles übertragen und der Krankheitserreger ist ein Einzeller mit Namen Plasmodium. Und ja, Malaria, das ist man eigentlich geschwächt und hat eigentlich Fieberanfälle. Und übrigens, was da dagegen helfen würde, ist Chinin, also aus der China-Rinde gewonnen. Und also es war wirklich so, dass das Schweppes, das Indian Tonic, das hat den Namen, also indisches tonisches Wasser. Indian Tonic hat eigentlich die Bezeichnung daher, dass die englischen Kolonialsoldaten in Indien, die haben das ja bekommen, also die mussten das trinken, das Schweppes eben gegen Malaria. Weil das Chinin, also das ist ja bitter, oder? Das kennt ihr sicher von... ja, eben Schweppes oder Chinoco, wie das heißt, also all die bitteren Getränke da, Tonics, die sind bitter und das ist eben wegen dem Chinin und das ist gut gegen Malaria und auch sonst gegen Fieber. So, aber jetzt müssen wir da mal schauen, dass wir die Leute verarzten und zwar haben wir jetzt neu die Apotheke. Ah, hier. Und bauen wir natürlich auch noch eine Arztpraxis. Hier und hier. So, das sollte reichen. Ah, und jetzt brauchen wir plötzlich mehr Arbeitskräfte. Naja, die werden dann schon kommen, keine Angst. Ich bin ganz zufrieden mit dieser Stadt. Ich meine eigentlich die Apotheke. Meine Liste mit offenen Stellen ist ellenlang. Aber ich kann einfach keine Arbeitskräfte finden, um die Stellen zu besetzen. Sitzt hier mit den... Ah, jetzt wird endlich die Feigen angebaut. Super. Zisterne und Bazar, okay. So, Gewerbe, jetzt da Ihre Bevölkerung mit Nahrung und Wasser versorgt ist, können Sie den Lebensstandard mit weiteren Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Töpferwaren erhöhen. Gewerbestätten Töpferwaren errichten Sie nun eine Tongrube in der Nähe eines Gewässers und in deren Nähe eine Töpferei. Achten Sie darauf, dass beide Einrichtungen wie üblich Zugang zu Arbeitskräften haben, dann wird es nicht lange dauern, bis dem Töpfer auf einem Wagen Ton geliefert wird und er die Stadt mit Töpferwaren versorgen kann.
richten Sie ein Warenlager, Endprodukte an überschüssigen Ton zu lagern, normalerweise 2 Töpfer. Okay. Und wie kommen wir an Geld? Der tinnitische Adel kämpft noch immer darum, die Länder... Ja, ich weiß nicht, wie ich an Geld kommen soll. Öffentliche Einrichtungen. Abgesehen von Palast, Feuerwachen, Polizeiposten tragen weitere öffentliche Einrichtungen zum reibungslosen Ablauf des städtischen Lebens bei. Gärten. Gärten werden die umliegenden Gegenden auf und ermutigen die Ägypter, ihre Häuser auszubauen. Mehrere Gartenanlagen nebeneinander werden zu größeren Parks zusammengeschlossen. Brücken und Fähren, sorgfältig geplanter Bau von Fähren und Brücken, können die Bewohner ihrer Stadtgegend erreichen, die ansonsten nicht zugänglich wären. Einigen Fällen tragen sie dazu bei, dass der Ablauf in der Stadt besser funktioniert, indem manche Lieferanten kürzere Wege zurücklegen müssen. Aus bautechnischen Gründen können nur auf bestimmten geraden Küstenabschnitten Brücken und Fähren eingerichtet werden. Genau. Also, jetzt muss ich mal schauen. Das Ziel waren ja 600 Leute und 10 bescheidene Häuser. Ich weiß nicht, wie ich an Geld kommen soll, Jungs. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich an Geld kommen soll. Ich habe keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, hier. Wie soll ich... Das ist doch scheiße, ich kann gar kein Geld verdienen. Was? Hier. Schulden, Steuersatz, 25%. Es ist auch geil, oder? Wie soll ich das schaffen? Ich kann kein Geld verdienen. Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer und das Problem ist, ich kann kein Geld verdienen. Warte mal schnell, jetzt machen wir Geschwindigkeit mal 0, weil es ist ja sonst ziemlicher Käse. Ja, schon gut. Was muss ich jetzt machen?
Ja, würden die Herren Ärzte und Apotheker mal ihren Arsch bewegen? So. Ah, shit, das wollte ich gar nicht. Ah. Ah, diese Husterei. Ja, ich bin auch ungehalten jetzt dann, du. So, komm, bringt das Geschirr. Nein, stopp, 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 stopp. Ja, eben, jetzt wieder die gleiche Kacke wie... Oh. Ja, kann das Spiel mal enden? Bevölkerung 600 haben wir, bescheidene Häuser. Wie soll ich denn bescheidene Häuser machen, wenn ich kein Geld mehr habe? Kann mir das jemand erklären? Besseres Häuschen. Oh shit, Unterhaltung, ich habe die Dinge vergessen. Oh nein, Kacke. Oh scheiße, ich habe die Dinge vergessen, die... Die Festplätze. Ja, hier gibt's zwar einen. Ah, einen, aber das ist natürlich zu wenig. Komm, Bühne. Danke, dass niemand geschaut hat. Und danke, dass jetzt niemand die Ernte eintreibt. Ach. Kann ich denn nichts gegen diese scheiß Schulden machen? Thank you.
Ja, lass doch immer das... Für was habe ich eigentlich Architekten, wenn die alles immer einstürzen lassen? Und Feuerwehr macht auch nichts. Scheiße. Pfeifen. Ja, lasst alles abbrennen, ihr Idioten. Ah, shit. Shit, 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 shit. Hey, wisst ihr was? So hat es gar keinen Wert. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause und dann werde ich das Spiel nochmal von Anfang, also jetzt diese Mission nochmal von Anfang spielen und dann mache ich es halt mit ganz, ganz wenig Häusern, weil wir dürfen uns ja nicht verschulden, weil wir sind so clever, dass wir keine Möglichkeit haben, irgendwie Geld zu verdienen. Wir sind so intelligent. Och Mann, das nervt. Also, dann versuche ich es jetzt nochmal und, wisst ihr, das sind Schwierigkeiten, die hatte ich bisher noch nie, weil ich immer auf dem, ja komm, weil ich bisher auf der einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe, oder? Und jetzt, beim sehr schweren Schwierigkeitsgrad, ist es fast unmöglich, das zu schaffen. Na, egal. Also, dann versuche ich es nochmal, aber dann wieder mit guter Laune und allem. Bis dann. Tschüss. Ja, und das Problem war tatsächlich ein Bug. Und zwar habe ich das im Internet, in irgendeinem Forum habe ich das gefunden. Und zwar ist es so, wir hatten ja das Problem, dass sich die besseren Häuschen nicht zu bescheidenen Häusern weiterentwickelt haben. Als Grund wurde fehlende Unterhaltung angegeben. Und jetzt ist es so, dass ein besseres Häuschen sich zu einem bescheidenen Haus weiterentwickelt, wenn es eine bestimmte Anzahl an Unterhaltungspunkten hat. Und zwar ist das abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Bei sehr einfach sind das 12 Punkte, bei einfach normal sind es 13 Punkte. Bei schwer sind es 15 Punkte und bei sehr schwer sind es 20 Punkte. Jetzt ist es allerdings so, dass wir nur Jongleure für die Unterhaltungspunkte zur Verfügung haben. Und Jongleure machen maximal 10 Punkte plus, wenn eine perfekte Abdeckung ist, 5 Bonuspunkte. Das heißt, wir kommen nur mit den Jongleuren im normalen Spiel Pharao auf 15 Punkte. Dann gibt es ja noch das Add-on Cleopatra und dort ist es sogar so, dass man nur auf 14 Punkte kommt. Also summa summarum bedeutet das, dass man diese dritte Mission Pervadiut, dass man die nur bei Pharao nur in allen Schwierigkeitsgraden, außer dem Schwierigkeitsgrad sehr schwer, nicht schaffen kann. Und beim Add-on Cleopatra kann man sie sogar auch bei schwer nicht schaffen, sondern nur bei normal, einfach und sehr einfach. Was habe ich gemacht? Ich habe das Spiel nochmals im Schwierigkeitsgrad schwer gespielt. Ihr seht hier das bescheidene Häuschen. Also ich habe die bescheidenen Häuser schon, die ich brauche, nämlich die 10 Stück. Und das Einzige, was ich jetzt noch tue, ist warten, dass die Bevölkerung auf 600 geht. Das habe ich allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Ich dachte, ich muss da weiter noch verschönern und so. Und da habe noch ein bisschen Geld vergeudet für Plätze und so weiter. Habe ich dann allerdings das Spiel, das ich jetzt nochmals gespielt habe, habe ich einfach die Geschwindigkeit auf 100 gesetzt und gewartet, bis da die 600 Leute eingetrudelt sind. Also nicht 600 Leute eingetrudelt sind, sondern die fehlenden 29 oder 28 eingetrudelt sind. Und dann, sobald die Bevölkerung 599 erreicht hat, haben wir die Mission gewonnen. So, das ist übrigens sehr gut, das mit den Plätzen, also sobald man die Möglichkeit hat, ja genau, jetzt 100 und... Ihr seht, schon gewonnen. So einfach geht das. Gut, weiter. Hervorragend. Ihre eigenen Bürger betrachten Sie bereits als Beschützer und Nachbarstädte schauen ebenfalls zu Ihnen auf, als zu jemandem, der in Notzeiten für sein Volk zu sorgen weiß. Schnauze. Also, Abschlusswertung Kultur 10, Abschlusswertung Wohlstand 0, Abschlusswertung Königreich 38, Endstand Stadtvermögen 2414, Endstand Bevölkerung 601, Abschluss der Mission in 32 Monaten, Schwierigkeitsgrad, wieso sehr schwer? Ich habe doch schwer gewählt. Na egal. Punktestand 3868, als diese Mission das letzte Mal spielten, haben sie sich besser geschlagen, den Spruch kenne ich langsam. Gut. Wieso es jetzt als Schwierigkeitsgrad sehr schwer anzeigt, obwohl ich schwer gewählt habe, ist mir ein Rätsel, aber ich muss ja auch nicht alles wissen. Deshalb haben wir jetzt die frühdynastische Zeit geschafft und, nein, beziehungsweise die prädynastische Zeit und jetzt geht's weiter mit der frühdynastischen Zeit. Genau. Bis gleich. Tschüss.